0:06 und ich habe meinem Schatz schon gratuliert. Schatz hat Geburtstag. Mhm. Wuhu! Happy Birthday to you. Happy Birthday. Oh, er ist total müde. Ich wurde gezwungen, wach zu bleiben. Ja, man muss doch um 0 Uhr. Ich mache nur Spaß. Happy Birthday sagen und Geschenke auspacken. Ne? So, freust du dich auf deine Streichsalami? Ich bring die mal eben. Ja, das direkt als erstes auspacken. Also es sind ja auch Weihnachtsgeschenke hier dabei. Die lege ich mal auf Seite. Und ich bring mal nur die Geburtstagsgeschenke mit. Oh Gott, ich hoffe, du wirst nicht enttäuscht sein, Schatz. Warum enttäuscht? Weil das nicht so viel ist. Und? Es muss doch nicht viel sein. Tada! Es sind zwei Streichsalamis. Ey, die waren teuer. Ich weiß, wie teuer die sind. Sieht richtig eklig aus, ne? Ja, toll, das will man hören, dass das Geschenk richtig eklig aussieht. Ja, braucht jemand eine Niere? Aber Baby, ich dachte mir, wir probieren beide, damit wir später wissen, welche besser schmeckt. Und dann das sieht schon mal besser aus. Eine Stuhlprobe für den Doktor. Schatz, du hast dir doch so sehr eine neue Leber gewünscht. Ich schenke dir zwei. Meine geschändete Leber muss gewechselt werden. Oh Gott, darüber sollte man eigentlich keine Witze machen, oder? Aber das sieht wirklich echt witzig aus. Der lag so kaputt. Kannst du ja posten auf Instagram, mein Geschenk. Ratet mal, was es ist, genau, mit so Raten drunter. Mal gucken, ob das jemand da rät. Oh, die ist so lecker bestimmt, ne? Bestimmt, die sieht nur eklig aus, aber ist bestimmt lecker. Ja, die muss einmal angeschnitten werden und aus diesem Backofen. Dann haben wir erstmal für einige. Aber die muss man halt, wenn man die aufmacht, wahrscheinlich relativ zügig verspeisen. Ja, die kannst ja hier. So, hier tippe ich auf ein braunes T-Shirt. Ich hatte ihm ein Foto geschickt. Schatz, wie findest du das? Ich hoffe, es passt dir. Ich habe es in S geholt. Das sieht ganz schön groß aus. Ja, deswegen dachte ich mir, dass es eigentlich passen müsste, ne? Also habe ich jetzt 3 Kani-T-Shirts. Ja, gab es im Angebot die 2. Habe ich mir schon gedacht. Aber die sind doch schön, ne? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Aber die haben einen anderen Schnitt. Auch ein S. Aber man kann umtauschen zur Not. Ja. Aber die sahen alle so. Aber die sind, das ist M. Achso, gab es nicht in S. Sonst hätte ich die alle 3 in S geholt. Ja, ich probiere es mal an. Geht das klar? Ja. Sicher, du bist nicht enttäuscht? Danke. Bitte, Schatz. Warum enttäuscht? Ja, ist nicht. Die Weihnachtsgeschenke sind noch besser. Okay. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre.
Ja, dann probier mal an. Schön die Preise dran. Oh nein! Scheiße, ich hab's vergessen. Aber du wusstest ja eh, was das kostet. Oh nein! Scheiße, Angebotsschild. Das nenne ich mal richtig gut sich um meinen Geburtstag gekümmert. Oh, jetzt wo du sagst, ich hab's von den Weihnachtsgeschenken auch nicht abgemacht. Aber ist nicht schlimm, oder? So unter uns. Okay. Und wie ist das? Gut. Ja, sieht echt gut aus. Ich finde es sogar etwas zu breit, muss ich sagen. Aber die haben ja auch rum, ne? Was sind die? So relativ weit oben den Kragen. Ich bin mal gespannt, wie die RS passt. Mhm. So ein bisschen breiter geschnitten, aber es sitzt besser, haben wir gerade festgestellt, ne? Ja. Das ist auch S, ne? Mhm. Ja, zur Not kann man es umtauschen. Ja. Und wie findest du das Kachelmonster, ich jetzt sagen? Das Kachelmuster? Das gefällt mir am besten. Habe ich mir gedacht. Ja, das ist echt schön. Danke. Bitte, Schatz. Das ist echt schön. Jetzt habe ich es hinter mir. Bis morgen! Hallo meine Lieben, heute ist Dienstag. Heute ist Dienstag. Und ja, gestern ist kein Video online gekommen, weil es mir gestern leider nicht so gut ging. Also heute geht es mir auch nicht so gut. Oh, hier ist so eine Fliege drin, das nervt mich richtig. Guck, wie ich dich angucke. Guck, wie ich dich angucke. Ja, auf jeden Fall ging es mir nicht so gut. Heute geht es mir auch nicht so gut, aber es geht mir besser als gestern. Ich habe keine Ahnung, also irgendwie war ich total schlapp, hatte so einen komischen Schmerz in meinem ganzen Körper, wie Muskelkater oder als hätte man mich verprügelt. So hat es sich angefühlt. Und ich lag gestern ungelogen den ganzen Tag im Bett. Mir ging es wirklich überhaupt nicht gut. Mir war auch so schlecht. Nicht so, wie man es kennt von Magen-Darm. So ganz komisch, ganz anders. Ich weiß es nicht, was das war. Naja, heute ist mir so ein bisschen schlecht. Ich habe immer noch so komischen Muskelkater am Rücken, an den Beinen, an den Armen. Vielleicht war es auch irgendwie ein Anzeichen von einem kommenden Burnout, dass mein Körper sagt, so, ich bin gerade, mir geht's nicht gut, ich bin gerade platt. Kann auch sein, weil ich vorgestern wirklich hart am Limit war. Es wurde echt viel mit der Arbeit und so. Ja, da kam mir gestern Abend hier dieses Instagram-Lockdown kam mir zurecht, weil ja, ein paar Stunden ohne Instagram und ohne WhatsApp hat auch echt gut getan. Also Facebook gehe ich selber nie rein, aber ohne WhatsApp und ohne Instagram, das hat wirklich ein paar Stunden gut getan. Ich muss auch sagen, ich wusste nicht, womit ich mich beschäftigen soll, weil das war ja auch spät abends. Alexander war dann auch im Bett irgendwann und dann habe ich angefangen, Rezepte mir rauszusuchen. Was habe ich noch gemacht? Dann habe ich mir ein Emoji erstellt. Ich war sogar auf Snapchat, wo ich mir denke, was hast du da gestern alles so entdeckt, wo du lange nicht mehr drin warst? Man musste sich ja irgendwie anders beschäftigen, ne? Also das war gestern. Irgendwann von Langeweile habe ich angefangen, mir meine Wimpern abzuzupfen. Jetzt habe ich keine Wimpern mehr drauf, wie ihr seht. Auf jeden Fall habe ich diese Woche wieder einen Termin. Ja, also gestern muss ich sagen, habe ich gemerkt, wie abhängig man von diesen Diensten ist. Ich habe mich echt unterarbeitet gefühlt gestern Abend. Es hat zwar so gut getan, dass man da so ein bisschen dann Zeit hatte und ja, nicht die ganze Zeit das Handy klingelt, aber andererseits habe ich gemerkt, irgendwas fehlt. Ja, wie war es bei euch?
war schon echt komisch. Ja, und was mir da jetzt passiert ist, das glaube ich gar nicht, das ist ganz, ganz komisch. Ich habe nämlich auf, ich guck mal eben, ob ich das immer noch so sehe, ja. Also es ist wirklich echt merkwürdig, was da passiert ist mit meinem Account. Also, mein Account, Leute, hat 53,6000 Abonnenten auf Instagram. Ich hoffe, man kann es erkennen. So, nach der Fehlermeldung gehe ich rein heute früh und sehe das hier. Könnt ihr es sehen? 78,5000. Ey, Ernie war noch am Schlafen, es war irgendwie so 5 Uhr morgens. Ich so, Schatz, steh auf, guck, ich habe 78.000 Abonnenten, was ist da passiert? Ermin guckt so in sein Handy, denkt sich erstmal, boah, lass mich schlafen, was willst du von mir, ne? Guckt so, er sieht immer noch 53.000. Ich guck wieder rein, ich sehe 78.000. Ich deinstalliere, Instagram installiere, neu, log mich ein, log mich aus, log mich ein. Immer noch 78,5. So, ich habe das heute mal in meine Story gepostet. Ich so, irgendwie, keine Ahnung, was ich da für einen Fehler habe. Dann haben sich 2, 3 gemeldet und haben gesagt, wir sehen es genauso, dass da 78,5 steht. Und andere haben sich gemeldet und haben gesagt, die sehen dieses, was habe ich, 53, irgendwas mit über 50.000. Also, ich habe echt keine Ahnung, was da passiert ist. Es ist echt super merkwürdig und ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Fragt mich nicht, wenn es jemand weiß. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Auf jeden Fall hatte ich über Nacht dann irgendwie 20.000 Abonnenten mehr. Und nur ich sehe das irgendwie komischerweise. Ich habe mir jetzt gerade eine Einkaufsliste ausgedruckt. Heute habe ich die mal fein säuberlich ausgedruckt. Sogar mit Rubriken. Also einmal hier Obst und Gemüse, Fleisch, hier so abgepackte Sachen, dann haben wir hier so Milchsachen, Milchprodukte und unten so Aufschnitt und Gouda geriebener Blätterteig und so. Ja, weil ich habe eine E-Mail von Metro bekommen, Frau Pistola, wir haben sie vermisst, sie war lange nicht mehr da, sie kriegen 25 Euro Gutschein, wenn sie für 100 Euro einkaufen. Dann dachte ich mir, okay, dann bestelle ich jetzt nicht bei Picknick, weil ich habe gestern schon alles in Picknick reingepackt, in der App. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, wenn ich für 100 Euro bestelle und für 100 Euro einkaufe und 25 Euro dabei spare, ist das doch ein guter Deal, oder? Und zur Metro fahre ich wirklich sehr gerne. Da kann man halt auch viel auf Vorrat kaufen. Kennt ihr ja, ne, von meinem letzten Corona-Hamsterkauf letztes Jahr. Das 10 Kilo Salz habe ich hier immer noch. Und das 10 Liter Öl. Nee, Spaß beiseite. Also auf jeden Fall habe ich da jetzt einige Dinge aufgeschrieben, die man auf Vorrat kaufen könnte. Und deswegen machen wir mal so einen Großeinkauf für über 100 Euro. Und 25 Euro, das ist nicht wenig, ne? Das ist für einen Single einen Wocheneinkauf, die man sich da sparen kann, diese 25 Euro. So, meine Lieben, Hallöchen, da bin ich wieder. Also, dieses Instagram-Problem, das ist immer noch so. Ich sehe immer noch, dass ich über 70.000 Abonnenten habe. Einige sehen es auch und einige nicht. Also, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wäre schön, wenn es alle sehen könnten, ne? Ihr könnt mir ja mal Bescheid sagen, was ihr seht. Ja, ich war bei der Metro einkaufen und wäre ich lieber nicht hingefahren. Es war so eine Reise, Leute, ehrlich. Mein Handy ist ausgegangen und dann hatte ich noch so einen 25-Euro-Gutschein, den die zugeschickt haben, bei einem Einkaufswert von 100 Euro. Ist auch ganz gut, aber ich glaube, ich habe euch das vorhin schon erzählt. Ja, und dann konnte die den Gutschein nicht abscannen an der Kasse, weil mein Handy ausgegangen ist. Dann musste ich meinen Einkauf da lassen, habe gesagt, kann ich eben zum Auto, ich muss mal eben mein Handy aufladen, dass die an diesen Gutschein kommen. Ja, dann musste ich 10 Minuten im Auto warten, damit mein Handy 2% geladen ist. Damit bin ich wieder rein. Und dann auf einmal hat es so ein Blackout, dann habe ich meinen PIN vergessen von der Karte. Oh, das war so schlimm. Und jetzt habe ich gefühlt 2 Stunden gebraucht, bis ich wieder zu Hause war, weil einfach so ein Stau war und so ein scheiß Wetter, es ist so am Regnen. Jedenfalls habe ich 25 Euro gespart. Ich habe für 95 Euro einen Einkauf gemacht, einen bisschen größeren Einkauf, und ich zeige euch mal, was ich gekauft habe.
Ich habe einmal hier ein Kilo Gouda mitgenommen, weil ich das für diverse Essen abbrauche in den nächsten Tagen. Und ja, war auf jeden Fall günstiger als diese kleineren Packungen. Dann habe ich hier so ein 12er Pack Milch. Mach mal so. 3,5er und 1,5. Ich glaube, ich drehe euch gleich komplett um. Ich tue mal alles raus und drehe euch um und zeige euch die Sachen. Ich muss das einmal hier etappenweise auspacken. Ich fühle mich wie in alten Zeiten, wo man immer über 100 Euro eingekauft hat, wo das nicht zur Normalität war. So, ich habe hier einmal Gebäckstangen mit Käse, dachte ich mir für Alexander, für so eine Brotdose. Dann einmal so eine 300 Gramm Packung Heidelbeeren, die waren im Angebot. Lauchzwiebeln, Gurken, dann etwas Creme Fraiche, Mand und Schlagsahne zum Kochen. Dann für Alexandro und für Ermin so Vanilledrinks. Dann habe ich einmal Couscous mitgenommen. Ich möchte nämlich so einen Taboulé-Salat machen. Eigentlich macht man das mit Bulgur, aber ich werde es mit Couscous machen. Dann habe ich hier Butter und zweimal Margarine mitgenommen. Etwas Spargel. Ich wollte dieses eine leckere Spargelgericht vom letzten Mal nochmal nachmachen mit dem Avocado und dem Speck. Das war wirklich sehr lecker. Dann habe ich hier einmal getrocknete Tomaten. Da sind irgendwie auch Kapern drin. Ja, da wollte ich heute so eine Creme machen, so eine türkische Creme. Und da gehören irgendwie getrocknete Tomaten rein. Ich bin mal gespannt, wie das schmecken wird. Dann habe ich einmal so gefüllte Oliven mit Paprikapaste mitgenommen. Die kann man ja zwischendurch so snacken. Einmal Frischkäse für diesen Dip. Dann habe ich Miesmuscheln mitgenommen, weil ich so ein Thermomix-Rezept habe für die Miesmuscheln. Und ich sage dem Ermin jetzt schon seit 2 Wochen, lass uns mal Miesmuscheln essen draußen. Aber jetzt habe ich welche selber gekauft und werde die morgen kochen, weil die bis zum 8.10. haltbar sind. Dann einmal Kartoffelchips und Erdnusschips. Und Leute, das sind diese Paprika-Chips. Das sind die besten Paprika-Kartoffelchips ever. Die müsst ihr mal probiert haben. Die schmecken ganz, ganz anders als die anderen, die man kennt von der Billigmarke. Und das ist ja auch die Eigenmarke von Metro. Und die schmecken einfach so gut. Und dann habe ich einen Joghurt mitgenommen. Und also da gab es so einen großen Preisunterschied. Eigentlich, wenn man beim Türken einen Joghurt holt oder im Laden so einen griechischen Joghurt, kostet so eine Packung um die 3, 4 Euro. Und der Joghurt hier ist auch 1 Kilo, ne? So ein Kilo-Pott. Hat 1 Euro noch was gekostet, also richtig günstig. Ich weiß zwar nicht, wieso. Und ja, ich werde es mal probieren und euch berichten, wie der ist. Ist auf jeden Fall ein 10%iger Sahnejoghurt. Dann habe ich einen Multivitaminsaft mitgenommen, Orangensaft. Dann hier so eine bekannte Chorizo-Salami. Die habe ich früher auch mal gern gegessen. Und dann habe ich die nochmal mitgenommen. Das habe ich früher auch gern gegessen. Das ist so ein spanischer Schnittkäse aus Ziegenmilch. Richtig, richtig lecker. Kennt man auch aus spanischen Tapasläden. Da wird der auch angeboten. Dann habe ich einen französischen Weichkäse mitgenommen. Etwas Hähnchenbrustfilet. Dann einmal Tomatenmark. Einen Pizzateig. Ja, dann weiß ich auch nicht. Da hatte ich irgendwie die gesehen. Und weil ich Feigen so gerne mag, habe ich Feigen in der Dose jetzt mal mitgenommen. Weil ich mag Feigen, aber ich bin leider Gottes total allergisch dagegen. Und sobald ich da reinbeiße, juckt der ganze Mund, mein Hals. Ich kann die absolut nicht essen oder vertragen. Deswegen wollte ich mal die in der Dose ausprobieren, ob ja, das vielleicht so klappt und wie die überhaupt schmecken. Dann hab ich einmal gestückelte oder ganze Tomaten mitgenommen. Dann, ja, ist genauso hier, habe ich gesehen und wollte ich unbedingt essen. Gewürzgurken, schlesische Gurkenhappen mit Dill und Zwiebeln. Irgendwie hat mich das richtig angetönt. Ich weiß auch nicht, ich bin nicht so der Gewürzgurkentyp, aber da hatte ich so richtig Bock vorhin drauf. Ob diese komischen Magenschmerzen vielleicht was anderes ist? Vielleicht bin ich auch schwanger? Denke ich zwar nicht, aber irgendwie hatte ich heute komische Gelüste mit den Feigen und mit den Gurken. Ja, dann hier so ein Ciabatta-Brot. Nee, Baguette-Brot. Baguette. Einmal Salami für Alexanders Pizza, einmal Butterkäse,
und Schinken auch für die Pizza. Ich wollte Pizzaschnecken machen, das habt ihr ja schon gesehen. So, den Rest muss ich einmal rausholen. So, und dann noch die letzten Sachen. Übrigens ist unten noch ein ganzer Kasten Gerolsteiner Sprudel. Dann habe ich einmal Toast mitgenommen, dann hier ein Schweinefilet, ein Lackschinken, einmal Ayvar für die Creme, die ich gleich mache, ein Tabasco. Dann habe ich hier zweimal gemahlene Mandeln, damit kann man gut backen, wenn man Low Carb Diät macht. Einmal Kreuzo zum Braten oder zum Kochen. Dann einmal Suppengemüse, einmal Zwiebeln, Avocado, dann habe ich nochmal so einen Vanilledrink und noch einmal Spargel. Genau, meine Lieben, das war mein Einkauf